Hi zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal Wild and Tamed. Heute mit einem Thema, verrückt, bei mir Posteingang, Facebook, Nachrichten, auf Insta, E-Mail etc. war wirklich krass. Und zwar ging es um diese MFT-Thematik, weil ich habe ja, ihr seht es ja hier noch, die OM1, und das 300 F4 Pro habe ich ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen zu Testzwecken von OM Systems aus Hamburg. Also die sind zuständig für die Dachregion. Die waren so nett und sind mit mir eine kleine Kooperation eingegangen für diesen Test, was mich damals sehr überrascht hat, weil ich ja eigentlich eingefleischter Sony Vollformat-Nutzer bin. Nichtsdestotrotz, OM Systems war da, ich würde sagen, ja, war ein ziemlich mutiger Move, mir das Equipment zur Verfügung zu stellen, weil es wurde auch überhaupt nicht darüber gesprochen, natürlich, wie das Ganze am Schluss ausschauen soll, was ich damit machen soll, nicht machen soll, sagen darf, nicht sagen darf. Ich bin da völlig vogelfrei. Von dem her gesehen, vielen, vielen Dank, Gen Hamburg, für euer Vertrauen. Jetzt, ihr wolltet natürlich alle wissen, ja, wie war jetzt das, taugt MFT, kann das was, ist es besser als mein Vorformat, ist es so gut, wie alle sagen, oder ist es so schlecht, wie die anderen sagen, und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt hier direkt ein bisschen Erwartungsmanagement machen, kurz. Nicht so viel Zeit muss sein, es ist mir wichtig, dass ihr wisst, was ihr von diesem Video erwarten könnt und was nicht. Also, wenn ihr in diesem Video erwartet zu sehen, irgendwelchen fancy Recordings, also quasi mit dem Atomos aufgenommenen Screen Record, wo man sieht, wie die Fokuspunkte hüpfen, wie schnell was von wo nach, von hier nach da wechselt und so weiter mit dem Fokus und dem ganzen Kram. Dann bitte schaut Videos von anderen an. Das habe ich nicht gemacht, aus mehreren Gründen nicht. Eins ist es logistisch ein Albtraum. Zweitens gibt es schon hunderte solcher Videos ja, drittens habe ich hier zu tun mit einem Micro-HDMI-Anschluss, den hätte ich so wie ich unterwegs war wahrscheinlich mindestens 10-mal gebrochen. Also es macht null Sinn. Und ich habe mir so vor dem Abflug noch Gedanken darüber gemacht, wie soll das Ganze eigentlich ausschauen, wie will ich das testen und was ist mir wichtig beim Testen. Beziehungsweise was für eine Aussage möchte ich eigentlich am Schluss abgeben können. Und für mich war dann am Ende klar, ich möchte wissen, angenommen ich hätte jetzt mein Sony-Equipment nicht, ich hätte nur das hier, wäre ich damit in der Lage, einen Wildlife-Trip zu machen, also Wildlife-Fotografie zu betreiben und nach Hause zu kommen mit qualitativ hochstehenden, schönen, anspruchsvollen Fotos? Ja oder nein? Und ich denke, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist das eigentlich das, was uns alle interessieren sollte. Weil diese ganzen anderen Tests, die ich teilweise auf YouTube sehe, wo ich einfach nur lachen kann, also ich verstehe nicht, wie gewisse Leute Kameras miteinander vergleichen können oder wollen, in Situationen, die nicht gleich sind. Ich bin nie in der Lage, dieselbe Situation im Wildlife-Bereich reproduzieren zu können, so dass es Sinn macht, dass ich die Labor ähnlich quasi vergleichen kann. Es wird immer Gründe geben, wieso eine Kamera irgendwo halt besser war oder die andere mehr oder weniger Mühe hatte. Einfach nur bedingt durch Abstand, Winkel, Licht, irgendwas, was vorne durchflog oder halt nicht durchflog, ein Ast dazwischen oder halt kein Ast dazwischen. Also das ist so schwierig und für mich so sinnlos. Das kann man machen im Studio mit Testcharts an die Wand kleben, fixe Abstände, kontrollierte Bedingungen, klares Licht. Dann kann man so Quatsch machen. Aber was ist denn da wiederum die Aussage für euch? Weil euch interessiert es ja, was kann die in der Praxis? Deshalb, hier und heute von mir bekommt ihr Feedback und Aussagen eines Praktikers, der die Kamera in der Praxis benutzt hat. Ich habe sie intensiv benutzt. Ich war 11 Tage weg. Ich habe etwa 8,5 bis 9 Stunden pro Tag mehr oder weniger fotografiert, also immer irgendwas in der Hand gehabt. Also sehr intensive Tage, lange, lange, viele Stunden. Und darauf basieren jetzt meine Informationen und meine Erfahrungen. Ich
bin neu im Olympus-System, also ich habe mich relativ schnell aber eingefuchst. Also ich habe schon beim Video vor dem Abflug schon mal gesagt, dass mir die Haptik und das alles wunderbar passt, dass ich das qualitativ und so weiter toll finde. Das hat sich jetzt auch über den Trip nochmal verstärkt. Also es ist wirklich ein Handschmeichler, sensationell zum Anfassen, also wesentlich besser als meine Sonys. Also das war schon mal ganz, ganz gut. Was am Schluss noch aufgetaucht ist, das ist jetzt kein Showstopper und das hat jetzt auch nichts mit MFT-Bashing oder Olympus ist doch nicht so gut oder irgend sowas zu tun. Mir ist es einfach aufgefallen und ich will transparent sein mit euch. Ich zeige euch kurz in diesem Videoschnipsel, wie ich mit dem Material umgegangen bin, also wie das Ganze bei mir gelagert gewesen ist während dem Trip. Damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was Kameras bei mir so im Schnitt so ein bisschen durchzumachen haben. Gut, jetzt habt ihr das gesehen, jetzt wisst ihr, also viel mit Erschütterungen, viel Vibration etc. Und ich hatte eigentlich den ganzen Trip über keine Probleme mit keiner der Kameras, nie, nicht eine Sekunde. Aber am letzten Tag, als wir abgeflogen sind und ich alles wieder verpacken wollte, da ist mir aufgefallen, dass beim Objektiv hier, beim Bajonett oben, das ist ja ein schön metallischer Bajonettanschluss, dass sich da zwei Schrauben gelockert haben. Also das zeige ich euch jetzt auch noch kurz mit einem Video. Also ich kann dieses Teil kann ich bewegen und zwar um mindestens einen Millimeter, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also von vier Schrauben, die hier oben drin sind, sind zwei locker. Das bedeutet, wenn ich jetzt Kamera und Objektiv montiere, dann kann ich das Objektiv wirklich spürbar bewegen. Ob das jetzt irgendwie eine statistische Relevanz hat, ist sehr fragwürdig, weil es natürlich nur ein Objektiv ist. War im Prinzip ein Test, mir stand nur eins zur Verfügung. Eins hat jetzt gegen Ende ein bisschen schlapp gemacht. Aber man darf auch nicht vergessen, ich habe natürlich keine neuen Produkte gekriegt, sondern Leihgeräte, die waren schon in Dutzenden anderen Händen. Wie die damit umgegangen sind vorher schon, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat einfach jetzt mein Stresstest quasi noch so ein bisschen, war der letzte Wassertropfen, das gebraucht hat zum Überlaufen vom Fass. Ist mir einfach aufgefallen, weil sonst wirkt das Ganze extrem wertig, stabil, robust und darum ist das ein bisschen, ich sage jetzt mal, negativ aufgefallen gegen Ende, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das irgendeine Aussagekraft hat. Ich glaube, ein bisschen Materialermüdung über die Zeit, halt plus aus der Vergangenheit, die es mitgemacht hat, plus jetzt eben noch mit meinen 11 Tagen, die jetzt nicht unbedingt von schlechten Eltern waren, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass diese Problematik da ist. Ein richtiges Thema ist es eigentlich nicht, man könnte es wieder reinschrauben. Ich hatte jetzt einfach Glück, dass es gegen Ende passiert ist, weil ich keinen Schraubenzieher gehabt hätte, der so fein und so klein ist, dass er das kann. Ich hätte da irgendwie notfallmäßig mir eine Lösung einfallen lassen müssen. Wie gesagt, hat jetzt meinen Test nicht beeinflusst, in keinster Weise. Gut, jetzt, also, was die meisten von euch natürlich ganz klar interessiert, ist das Thema Bildqualität. Und mit Bild meine ich jetzt wirklich die Fotoqualität von dem, was da rauskommt. Also da gibt es ganz klar, habe ich so zwei, drei Themen, die ich finde, die sind wichtig. Die Bildqualität per se ist super. Da gibt es nichts zu sagen. Color Science ist toll, Details sind toll, soweit, da gibt es nichts zu meckern. Was man einfach sich bewusst sein muss, sind so zwei Dinge. Zum einen, die Croppability, also die Fähigkeit, reinkroppen zu können, ist natürlich mit diesen 20 Megapixeln sehr limitiert. Es limitiert sich noch zusätzlich darüber, da der Sensor natürlich ein MFT-Sensor ist und das Rauschen halt einfach in der Tat, also da kann man jetzt diskutieren, wie man will, aber das Rauschen ist halt einfach spürbar höher als bei Vollformat. Und das würde man natürlich mit Croppen sowieso nochmal zusätzlich verstärken. Von dem her gesehen, Croppen ist nur bedingt empfehlenswert, also es ist wirklich anzuraten, wenn ihr mit einer OM1 oder generell mit MFT arbeitet, dass ihr wirklich probiert, möglichst beim Fotografieren eine Komposition zu schaffen, hinzubekommen, die ihr nicht mehr wirklich großartig croppen müsst. Weil ihr beim Croppen macht ihr natürlich nicht nur die Dinge sichtbar, die ihr sichtbar machen wollt, sondern halt einfach alle Elemente im Bild, so auch die Störelemente. Das ist etwas. Dann das Zweite, was mir auch aufgefallen ist, da habe ich etwa so anderthalb, zwei Tage gebraucht, um mich daran zu adaptieren, ist jetzt wirklich, die OM1 bevorzugt es ganz klar, wenn ihr ETTR fotografiert, also wenn ihr im Histogramm nach rechts fotografiert, also hell,
tendenziell zu hell. Damit meine ich jetzt nicht Klippen, also nicht das Weiß ausbrennen, aber nah dran hin zu fotografieren und dann das quasi überbelichtete Foto in der Post, also in der Nachbearbeitung, wieder runterzieht, dahin, wo ihr es haben wollt. Da habt ihr wesentlich weniger Rauschen im Bild drin, als wenn ihr probiert, in der Kamera eine korrekte Belichtung zu machen, dann feststellt nachher in der Post, ja, ein bisschen mehr da und dort wäre schon nicht schlecht gewesen, und dann anfängt mit den Tiefen hochziehen und so. Also da sind schon Limitierungen vorhanden. Es geht bis zum gewissen Moment und Grad geht's. Ich empfehle euch aber in der Tendenz, wenn es das Motiv und die Situation zulässt, fotografiert im Histogramm nach rechts. Also bei der Kamera war mehr denn je das Histogramm mein bester Freund. Habe ich sehr intensiv benutzt und hat dann eben, wie gesagt, dazu geführt, dass meine Bilder eigentlich so ab dem dritten Tag deutlich rauschfreier wurden als meine Bilder, die ich so in den ersten anderthalb bis zwei Tagen gemacht habe damit. Also es war jetzt so ein Learning von mir. Grundsätzlich kenne ich dasselbe Thema, aber in einer ähnlichen Form auch von meiner A7 R5, der Sony, der Vollformat, die hat das auch. Weil die hat natürlich 61 Megapixel auf den Vollformat-Sensor. Ich habe jetzt den Pixel-Pitch nicht verglichen zwischen den beiden. Aber da ist vermutlich der Unterschied jetzt nicht so wahnsinnig riesig, von dem wir gesehen, weil ich glaube, der Unterschied MFT-Vollformat ist ja ungefähr das Vierfache. Und wir reden jetzt da von einer Verdreifachung der Anzahl Pixel. Also steht das in einem, ja, nicht identischen, gar nicht, aber in etwa vergleichbaren Bereich. Führt halt dazu, dass die A7 R5 auch nicht wahnsinnig viele Fehler verzeiht. Also die offenbaren sich da relativ schnell. Auch so Stabilisierungs-, Bewegungsunschärfen-Thematiken, die sieht man da wahnsinnig schnell. Also war keine Riesenumstellung, das muss man wissen. Das muss man wirklich wissen. Und hat einfach meine Erfahrung jetzt bis zum Schluss gezeigt, dass ich am besten fahre, wenn ich tendenziell in Richtung Überbelichtung gehe und dann in der Post das Ganze runterziehe und nicht probiere, verzweifelt die perfekte Exposure, also Belichtung quasi während der Situation zu finden, sondern lieber einen Schritt höher zu gehen und das ISO von mir aus ein bisschen zu pushen und dann im Nachhinein, im Nachgang, das Ganze runterzuziehen. Da kriegt man nämlich wieder einiges Rauschen raus. Dann, was noch so ein bisschen ein Thema war auch, was die das ist nicht so wirklich die Bildqualität, das ist eher so ein bisschen der Bildlook, ist natürlich das Thema, warten wir noch eine Sekunde, gehen wir noch aufs ISO ein. Weil viele von euch haben mir die Frage geschickt, ja, bis wie viel ISO kann man mit dem Ding denn überhaupt arbeiten? Und das sind dann immer so Fragen, wo ich so denke, schwierig, weil wenn jemand mich fragt, bis wie viel ISO kannst du denn gehen, das ist für mich immer so ein Moment, wo ich so denke, dann hast du ISO noch nicht ganz verstanden. Und das ist genauso, wie wenn ich Leute sehe, die auf ihren Kameras irgendwelche ISO-Grenzen einstellen. Auto-ISO und dann eine ISO-Grenze von 6400 oder irgend sowas einstellen oder also 3200, irgend sowas. Wo ich dann einfach denke, hey, das kannst du doch nicht so pauschal einfach sagen, weil ISO ist nicht ISO. Es ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass er unterschiedliche Fotos macht mit identischen ISO-Werten, und das eine sieht toll aus nach der Bearbeitung, nach der Entwicklung, und das andere einfach bescheiden. Allein das sagt ja schon aus, dass es das ISO allein nicht sein kann. Das Problem mit dem Rauschen ist weniger eine Frage vom ISO, das Problem mit dem Rauschen ist eine Frage des Lichts. Wie viel Licht steht grundsätzlich mal in der Umgebung, wo ich fotografiere, zur Verfügung? Also wenn ihr relativ gutes Licht habt, eigentlich, ihr müsst aber eine sehr, sehr schnelle Verschlusszeit haben und seid deshalb gezwungen, mit dem ISO ordentlich hochzugehen, also unverschämt hoch vielleicht sogar, dann könnt ihr daraus unter Umständen ein Bild haben, das tadellos ausschaut, trotz hohem ISO. Wenn ihr aber anders unterwegs seid, in einer Situation, wo ihr die Verschlusszeit im normalen Rahmen lassen könnt, das Licht aber deutlich weniger da ist, ihr aber auch mit dem ISO drum nicht so viel hochgehen müsst, wenn ihr dann die Bilder vergleicht, ich sage jetzt mal 6400 ISO mit 1600 ISO, dann kann es gut sein, dass das mit 6400 tadellos ausschaut, währenddem euer Bild mit ISO 1600 einfach eine absolute Katastrophe ist. Also ihr könnt nicht ISO-Werte vergleichen, ihr könnt nicht pauschal einfach sagen, bis dahin ist immer gut und ab dem ist es eine Katastrophe. Das geht
nicht. Dann kommen noch andere Rauscharten dazu. Es gibt mindestens 3 Rauscharten, eher 4 wahrscheinlich sogar. Teilweise hochkomplex, das hat dann eher mit dem Sensor zu tun oder eben Sensor, wenn ein Sensor warm wird zum Beispiel, viele von euch kennen das auch bei Langzeitbelichtungen, wenn ihr das vielfach hintereinander macht oder bei mir jetzt war es auch, wir hatten teilweise 37 Grad, 38 Grad warmer unterwegs, da wird die ganze Kamera natürlich heiß mit der Zeit und das führt auch zu einem erhöhten Grundrauschen schon in der Basis, wenn der Sensor so warm wird, also auch da sieht dann anders aus, ist nicht dasselbe Rauschen, aber es fließt halt am Schluss mit ein. Darum bin ich jetzt kein Fan, da was zu sagen. Was aber ganz klar ist, die Kamera hat natürlich ein gewisses Problem mit Rauschen. Es ist jetzt keine Kamera, wo ich sage, die absolut ideal und perfekt ist für Randzeitfotografie. Sie stoßt da schon irgendwann mal an eine Grenze. Allerdings ist sie überraschend höher, als ich es gedacht hätte. Deutlich weg von meinen Vollformatsystemen, aber besser, als ich es gedacht hätte. Also absolut für vieles geeignet und vor allem wahrscheinlich für viele von euch absolut ausreichend. Also von dem her gesehen bin ich positiv überrascht, aber die Limitierungen zeigen sich in der Praxis halt schon. Das muss einem bewusst sein, mit dem muss man leben können. Und dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Interessanterweise habe ich mich praktisch mit der OM1, ich war glaube ich, nur in seltenen Fällen war ich wirklich unter ISO 1600 oder sowas. Also sie verlangt wirklich oft, häufig viel ISO oder schon, ich sage es mal, ein gewisses Niveau an ISO, dass ich mit meinen Vollformatsystemen in der Form selten so jetzt quasi als Baseline, als Basiswert gebrauche. Aber das ist absolut kein Killer-Kriterium, kein Ausschlusskriterium. Ich fand die Performance besser als erwartet. Aber halt auch irgendwo in dem Bereich, ja, wo es dann am Schluss irgendwie dann doch zu erwarten war, knickt sie dann halt schon mal ein. Das muss man wissen. Kann man aber viel, viel rausholen, eben indem man halt hochwertige Linsen nutzt, die auch eine gewisse Blendenöffnung zulassen. Aber wenn man das hat und da ein bisschen investiert, und ich meine, das ist jetzt keine Riesenausgabe, weil die kostet irgendwas, glaube ich, um die 2000, 200, 300, 400 Euro sowas, das 300 F4 Pro, ist natürlich, wenn man es dann finanziell wieder vergleicht mit meinen Investitionen, ist das Peanuts, also von dem her gesehen, ja. Gut, das zum Rauschen. Freistellung. Freistellung ist so ein bisschen ein Thema. Also ich behaupte mal, wenn ich es jetzt so analysiere im Kopf, ich denke mal für 70-80% meiner Fotos hat es jetzt keine riesen Rolle gespielt, ob ich es jetzt mit dem 300 F4 Pro oder mit meiner 600 F4 Vollformat Linse geschossen habe. Es gibt aber einfach Situationen, da merkt man den Unterschied dann halt doch schnell. Und das ist halt vor allem dann, wenn man keinen Workaround, keine Situation findet oder Position findet, dass man es schafft, quasi den Hintergrund vom Motiv ein bisschen weiter entfernen zu lassen oder eine Position findet, wo man dann im Winkel fotografiert, wo dann halt kein Baum, Ast oder Gebüsch oder irgendwas dahinter ist. Da ist halt schon Vollformat mit dem 600 F4 schon überlegen, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, also wenn dann man einen Vogel im Ast oder im Baum sitzt und umgeben ist von Ästen, dann ist es sowas von egal, mit welcher Linse ich es fotografiere. Wenn das Zeug zu nah ist, ist es zu nah. Also auch ein 600 F4 auf Vollformat kann nicht zaubern, kann nicht hexen. Wenn das zu nah ist, ist es zu nah. Aber es gab schon ein paar Situationen, wo halt einfach die Vollformat-Kombi mehr verzeiht hat und es wesentlich einfacher hatte, eine schöne, saubere Freistellung zu zaubern. Natürlich kann man in der Post, also mit Software, sei das Lightroom nutzen oder Photoshop mit ein, zwei Tricks und Kniffen, kann man das natürlich noch optimieren. Das muss man aber sehr, sehr gut und sehr, sehr sauber machen, sonst sieht man, dass da gepfuscht, also dass da getrickst wurde an dem Ganzen. Es kann dann auch schnell mal künstlich ausschauen und nicht mehr optisch. Also teilweise merkt man es, wenn jemand so trickst. Zudem ist es einfach ein Schritt mehr, den ich jetzt halt beim 600 R4 nicht machen muss, den man halt hier teilweise vielleicht investieren müsste, wenn man den identischen oder sage jetzt mal nahezu identischen Look haben will.
Aber es war, wie gesagt, für mich weder ein Showstopper noch ein Killer-Kriterium, weil in wirklich einem eher größeren, deutlich größeren Teil der Fotos, die ich gemacht habe, jetzt auf diesem Trip, hätte es jetzt wirklich keine Rolle gespielt. Und wenn der Abstand vom Motiv zum Hintergrund groß genug war, spielt sowieso keine Rolle mehr. Dann kann ich, den kann ich locker abblenden auf 8 oder 9 und ich bekomme immer noch eine tolle Separierung. Also von dem her gesehen, es ist ein Thema für absolute Freaks in diesem Bereich, die da wahnsinnig viel Wert drauf legen. Kann das tatsächlich nur diese 10, 15, 20% oder was auch immer Fotos, wo es halt einfach besser funktioniert, mit Vollformat, kann dazu führen, dass für die dieses System jetzt nichts ist. Aber ich sage mal, für den 0815-Fotografen, böse gesagt, nicht abschätzig gemeint, glaube ich, spielt das echt keine oder eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Und ich bin teilweise auch der Meinung, dass man es heutzutage oft ein bisschen übertreibt, auch mit dieser extremen Freistellung, weil es einfach auch Situationen gibt und Motive gibt, wo ich einfach finde, ein bisschen mehr von der Umgebung mit drauf und dem Zuschauer so ein bisschen Gefühl und Gespür zu geben, wo wurde das Ganze dann überhaupt fotografiert, hat auch seinen Charme. Nur der Vorteil halt beim Vollformat ist, wenn ich das will, dann erhöhe ich einfach die Blende, dann schließe ich die Blende ein bisschen mehr. Also das heißt, ich kann den Effekt erzeugen, aber ich kann auch besser freistellen, währenddem ich hier halt in der Freistellung limitiert bin und halt nur noch mehr abblenden kann. Das ist so ein Trade-off, das ist so etwas, was ihr für euch selber entscheiden müsst. Da kann ich euch nicht sagen, was ist für euch richtig, was richtig, wichtig oder falsch. Ich kann es nur für mich sagen, ich habe mich nur selten geärgert über die Freistellung, die nicht so gut ist wie bei meinem Vollformatsystem. In den allermeisten Fällen war es kein echtes Problem. Und vor allem, wenn man nicht direkt im selben Moment den direkten Vergleich hat, merkt man es oft gar nicht und es stört einem auch nicht wirklich. Es ist eigentlich hauptsächlich dann ein Thema, wenn man jetzt wirklich schafft mal, wenn ein Motiv ruhig dasteht für 3-4 Minuten mit unterschiedlicher Ausrüstung dasselbe Foto zu machen und dann Quervergleich. Dann sieht man es. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr lang nicht mit meinem Vollformat fotografieren würde, sondern nur mit der hier, würde ich wahrscheinlich irgendwann plötzlich dieses Gespür und dieses Gefühl und sowieso verlieren und wäre wahrscheinlich mit dem in 95%, 90% der Fälle happy. Also von dem her gesehen, es ist ein Thema, aber selten, wirklich nicht so oft, wie man meinen würde. Es gibt vielfach Workarounds. Es gäbe im schlimmsten Fall die Möglichkeit, das auch noch in der Post zu korrigieren. Also von dem her gesehen, so weit, so gut. So, jetzt etwas, was viele auch noch interessiert hat, ist das Thema Autofokus. Und da muss ich jetzt mal wieder, jetzt nach relativ viel Lob und Positiven, muss ich jetzt mal die Kirche wieder ein bisschen im Dorf lassen. Ich habe mir natürlich auch, bevor ich losgegangen bin, ein paar Videos reingezogen von anderen Fotografen, teilweise Ambassadoren und Leuten, die gewechselt sind von Canon oder von Sony auf OM1 und so. Und da wurde dann der Autofokus in den Himmel gelobt. Und ja, der Autofokus ist gut. Der Autofokus, gar keine Frage, der ist echt gut, der ist wirklich schnell, sehr gut, treffsicher, top. Auch die Motiverkennung ist exzellent. Die Motiverkennung war deutlich besser als bei meiner A7 R5, die ja noch einen zusätzlichen KI-Chip drin hat, der eigentlich nur dazu sein soll, die Motiverkennung zu verbessern und zu verschnellen. Also da, die hat teilweise Motive gefunden, da war meine A7 R5 noch irgendwie am Schlafen. Also wirklich spürbar. Aber, was für mich viel wichtiger ist als diese initiale, schnelle Motiverkennung, was für mich zwar nice to have ist, aber jetzt nicht unbedingt das Killer-Kriterium, sondern für mich ist das Killer-Kriterium die Thematik Tracking, Stickiness, also wie hängt es an meinem Motiv, wie schnell lässt sich es ablenken. Und ja, ich habe mit den Einstellungen rumgespielt, also ich habe nicht einfach etwas eingestellt und es dann so gelassen die ganze Zeit, sondern ich habe wirklich ein bisschen damit rumgespielt, versucht so einen AF ein bisschen weniger und ein bisschen mehr empfindlich zu machen, habe auch probiert, reproduziert an eine Stelle zu gehen, wo ich viel, viel Vögel hatte, also diese Karminspinte, diese roten, wunderschönen Bienenfresser, die waren da teilweise in Kolonien zu Tausenden,
Also das war für mich immer der ideale Ort, um wieder mal hinzugehen, wenn ich mal eine Einstellung geändert habe, zum gucken, was ist jetzt der Effekt? Spüre ich was? Ja, nein. Wenn ja, was? Und da muss ich sagen, es ist eigentlich fast egal, wie ich damit rumgespielt habe. Die A1 und auch die A7R5 waren beide stickier. Also die hatten weniger Probleme mit dem Hintergrund, sich ablenken zu lassen, auf was anderes aufzuspringen. Oft ist sie auch gar nicht irgendwo anders aufgesprungen, sondern hat das Motiv einfach verloren. Obwohl es im Zentrum vom Frame war, also es war nicht irgendwie eng langsam im Frame oder so, sondern der Vogel war wirklich Zentrum, Frame und plötzlich Autofokus weg. Das Gute war dann aber wieder durch das, dass die Motiverkennung so gut und so schnell ist und wenn der Vogel dann die Fokusentfernung nicht groß verlassen hat, hat sie es dann aber auch schnell wieder gefangen und dann wieder weitergeträgt. Aber ich habe immer wieder Sequenzen gehabt, wo halt irgendwas mal fehlt, nicht drauf ist, unscharf ist, was auch immer. Das ist bei der A1 seltenster Fall und bei der A7R5 auch sehr, sehr selten. Also da ist sicherlich ein großer Unterschied noch, spürbarer Unterschied noch, wo ich ganz klar pro Sony Autofokus bin. Ich weiß auch, der Canon Autofokus ist besser. Ich würde mal sagen, das ist irgendwo auf aktuellem Nikon-Niveau, würde ich jetzt mal schätzen. Was ja, also ich meine damit natürlich Z8, Z9, was ja wirklich ein Top-Autofokus ist. Aber diese Lobhudelei, die ich da teilweise gesehen habe, habe ich echt gedacht, also man kann sich sein System auch schön und gut reden, wenn man will, aber wenn man wirklich, wirklich ehrlich zu sich selber ist, ist der Autofokus exzellent, aber es liegen schon noch an kleinere Sprünge zwischen dem hier und der Alpha 1. Für mich überhaupt keine Frage, glasklar. Dann, was war noch ein Thema? Also was ich noch entdeckt habe bei mir, ist, dass ich relativ viel zur OM gegriffen habe beim Fotografieren. Also von allen Fotos, die ich gemacht habe, waren etwas, sind glaube ich etwa 60%, 65% habe ich mit der fotografiert. Liegt aber auch daran, es hat nicht nur damit zu tun, dass es eine tolle Kamera ist oder dass vielleicht Sony nichts taugt und ich das dann gemerkt habe auf dem Trip, sondern dass ich am Anfang halt bei der OM1 die wirklich ausreizen wollte und halt 50 Bilder pro Sekunde aktiviert hatte. Und die sowas nutzen, ihr kennt das, das ist nur dran denken, hast du schon 30 Frames. Und da kommen halt schon ein paar Bilder zusammen. Ich habe dann, glaube ich, nach 4 oder 5 Tagen habe ich das Ganze zurückgestellt, reduziert auf 25 Bilder die Sekunde, was für mich immer noch mehr als genug ist und absolut reicht für nahezu alle Wildlife-Anwendungen. Ich habe auch diese Pre-Record-Funktion, Pre-Capture genutzt ein, zwei Mal. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich war nicht in der Situation, wo ich das jetzt wirklich großartig gebraucht hätte oder wo das jetzt ein riesengroßes Thema gewesen wäre. Letztes Jahr im September in Botswana, da hätte ich es häufiger nutzen können, da hätte ich es mehr genutzt. Jetzt aktuell war es jetzt für mich nicht so spannend. Wie gesagt, zweimal habe ich es ausprobiert, funktioniert gut, funktioniert geil, gar keine Frage. Hätte ich gern mit meinen Sonys mit dabei. Ist das für mich ein Killer-Feature? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Ich finde auch meistens zum Beispiel, wenn gerade etwas losfliegt, also irgendwo auf dem Ast sitzt und der Vogel fliegt dann los und so, die ersten paar Bilder sind, finde ich jetzt meistens auch nicht unbedingt die Bilder, die wahnsinnig schön sind, weil meistens verdecken da irgendwelche Flügel, irgendwelche Dinge vom Ast oder irgendwas, also da ist für mich meistens kein Drama, wenn ich da ein paar Zehntelsekunden später oder von mir aus auch eine halbe Sekunde zu spät erst durchdrücke. Ist für mich jetzt kein Riesending. Hätte ich es gern? Wie gesagt, selbstverständlich ja. Es ist immer besser, was zu haben und es nicht brauchen, als es zu brauchen und nicht haben. Das ist überhaupt keine Frage. Also ist sicherlich eine geile Sache, aber war jetzt für mich auf dem Trip jetzt kein riesengroßes Pro. Aber es war lustig auszuprobieren und vor allem wichtig für mich war das Learning, es funktioniert gut. Und das ist vielleicht auch das, was für viele von euch, die damit noch nicht gearbeitet haben, vielleicht mal sich überlegen, sowas zu kaufen. Also es funktioniert wirklich gut. Das kann man. Und ich bin, wie gesagt, Olympus-Anfänger, Amateur. Und auch ich habe es auf die Reihe gekriegt und das hat von Anfang an tadellos funktioniert. Also von dem gesehen auch gut. Was mir am positivsten aufgefallen allerdings ist, und das ist auch ein Grund, wieso ich die Kamera viel genutzt habe, ist, ihr habt ja im Video gesehen, das ich gezeigt habe, die Kameras waren vor mir am Boden im Fahrzeug aufgereiht, dass ich relativ
schnell griffbereit habe, weil ich könnte das Ganze natürlich ein bisschen in den Rucksack oder in mehrere Rucksäcke verteilt reinstecken, dann wäre es natürlich ein bisschen geschützter, schonender und so weiter. Aber bis ich das Zeug raus habe und dann bleibt es irgendwo hängen und dann verkante ich, dann verwinkle ich, dann kriege ich es nicht raus und dann ist die Action vorbei. Also darum ist das für mich keine Option. Das war bei mir alles einfach auf dem Boden ausgelegt, wie immer. So auch die OM1 und ich habe mich einfach entdeckt dabei oder erwischt dabei, dass ich mit der Zeit bei gewissen Situationen, wenn ich gewusst habe, ah, jetzt kommt es wirklich auf Geschwindigkeit an, habe ich häufig, ohne zu überlegen, runtergegriffen, wo ich war, wusste, da liegt die OM, habe die OM1 hochgezogen und mit der OM1 fotografiert. Einfach, weil ich wusste, es ist viel, viel mühsamer und sperriger, diesen riesen Äumel da hochzuheben und dann zu positionieren. Und es ist einfach ein bisschen mühsamer im Umgang, während das hier natürlich in Kombo einfach hochnehmen, zack, super leicht, super einfach, super schnell. Man hat nie Angst, dass man irgendwo aneckt, randonnert oder sonst was, weil es halt einfach, es ist klein, es ist winzig. Das ist ungefähr die Größe von meinem 70-200 F2.8 von Sony. Ein bisschen größer, ein bisschen länger. Also von dem her gesehen, echt genial. Das hat mich total überzeugt. Ist wirklich, wirklich die Packmaße. Nicht mal unbedingt nur das Gewicht, aber die reinen Packmaße. Und wie unglaublich flexibel man damit ist. Und wie schnell man sich vor allem daran gewohnt hat, wie flexibel das ist. Und halt eben aufgrund von dem dann sogar sein eigenes Equipment so ein bisschen liegen lässt und dann doch eher mal schnell die OM1 hochzieht. Da habe ich mich dann einfach erwischt und musste dann am Ende vom Trip ein bisschen grinsen, so ein bisschen lächeln für mich, weil ich dachte, ja, schon, hat schon was, definitiv. Was waren noch Fragen von euch? Ich muss jetzt gerade überlegen, was waren noch von euch so, dass ihr wissen wolltet? Also Autofokus, Rauschen haben wir behandelt, Bildqualität ist gut. Ja, Größe und Gewicht habe ich schon beim allerersten Mal angesprochen, beim letzten Video, also das tadellos. Jetzt natürlich einfach praktische Erfahrung, das habe ich jetzt gerade erwähnt, mit dem Handling. Das war für mich auch eine wirklich gute Erfahrung. Auch da kann ich nur Positives berichten. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu einem Final Summary. Ja? Fassen wir das mal ein bisschen zusammen. Und vielleicht auch, wie ich jetzt das Ganze sehe. Ich bin Stand heute, basierend auf meinen Praxiserfahrungen, der Meinung, dass für wahrscheinlich 80%, 85% der Wildlife-Fotografen da draußen sowas in der Richtung die absolut ideale Kombination ist und die völlig ausreicht. Für ein paar wenige Spezialisten, Leute mit einem ganz speziellen Anforderungsprofil an gewisse Qualitäten, einen gewissen Look etc., Fetischisten, wie man das Ganze nennen will, Nerds, Freaks, ja, da kann es durchaus Sinn machen, mehr zu investieren, mehr zu schleppen, eben halt sowas mitzunehmen auf einen Trip und auch auf die Alp. Aber es ist natürlich glasklar. Der Unterschied ist natürlich größentechnisch frappant, gewichtstechnisch auch sehr spürbar, aber natürlich auch finanziell ist das ein Riesending. Oder ich meine, wir reden hier von ungefähr 2.000 Euro für die Kamera plus minus, 2.200, 300 Euro für die Linse. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, das ist so der letzte Stand, den ich habe. Und wir reden hier halt von etwa 6.000 Euro Body Only und ungefähr, ich würde mal sagen, so 12.500, 13.000 Euro Straßenpreis für 600 F4. Das ist halt schon ein riesengroßer finanzieller Unterschied und das muss es einem wirklich wert sein, für eben diese paar Prozente mehr Performance an zwei, drei Ecken und Enden des Systems. Das ist wirklich die Frage, für wen von euch, von uns, ist das wirklich relevant? Oder reden wir uns nicht teilweise auch ein bisschen ein, dass wir es brauchen? Und würden wir nicht nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr merken, dass wir das brauchen und würden es vielleicht gar nicht vermissen, wenn wir nur mit dem unterwegs wären? Also das würde ich sagen, ist so meine Endzusammenfassung. Ich bin der Meinung, das ist für die allermeisten Fotografen, ob Hobby, ob ambitioniert, würde sogar sagen, teilweise sogar bis hin zum Profi, könnte das eine
Vielleicht dann halt mit der anderen Linse, ja? Nicht unbedingt mit dem 300 F4 Pro, sondern halt mit dem Tele, mit dem einklappbaren Telekonverter. Das könnte im Prinzip eins der wahrscheinlich idealsten Setups sein überhaupt, mit dem man wahnsinnig viel abdecken kann. Man muss sich einfach der gewissen Limitierung bewusst sein, man muss mit denen leben können, man muss mit denen arbeiten können, man muss wissen, wie man seine Bilder editiert, wie man seine Bilder bearbeitet oder entwickelt. Da kann man auch noch ein bisschen was rausholen. Also von dem her gesehen, für mich ein absolut abgerundetes System. Für mich keine Frage, dass sie einen Platz ganz, ganz vorne im Wildlife-Bereich verdient. Das ist für mich ein Null-Thema. Die Frage dann von euch war dann noch, ob ich jetzt vorhabe zu wechseln, weil ich habe schon so ein bisschen angetönt, dass mich das Ganze ziemlich überzeugt. Nein, also ein Wechsel steht für mich nicht in Frage, aus mehreren Gründen nicht. Zum einen gehöre ich in der Tat zu diesen anderen 15%, die ein bisschen Geeks, Freaks und Fetischisten sind, die halt doch an gewissen Stellen ein bisschen mehr wollen, als das hier bieten kann. Das ist sicherlich das eine. Zweiter Grund ist sicherlich, dass ich schon sehr, sehr tief investiert bin in Vollformat und Sony. Für mich macht das null Sinn, Geldverlust hinzunehmen am Ende für am Schluss auch noch an den meisten Stellen ein Mühe weniger Qualität und Mühe weniger Look und so weiter. Also für mich sinnlos. Aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist quasi neben meinem System parallel ein Zweitsystem aufzubauen. Und das könnte in der Tat OM Systems sein. Also irgendwie die OM1 zusammen mit diesem 150-400er, glaube ich, ist das F4-5 Pro. Das mit einklappbaren Telekonverter, das könnte durchaus eine Linse oder eine Kombi sein, die ich mir als ein Zweit-Setup in der Tat vorstellen könnte, ohne jeden Zweifel. Ob ich es mache, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich irgendwann mal ein gutes Angebot von OM Systems, zu dem ich nicht Nein sagen kann. Aber ein Wechsel steht für mich aktuell außer Frage. Aber eben für einige von euch, die sich vielleicht einen Wechsel sich überlegen, noch nichts haben, sich überlegen, was zu kaufen, vielleicht viel Gutes, aber auch viel Schlechtes zu MFT gehört haben. Vielleicht könnt ihr jetzt aus dem Review, aus meinem Feedback etwas für euch entnehmen, was vielleicht bei euch dazu führt, dass ihr sagt, hey, vielleicht wäre das ja wirklich was für mich. Also ich kann es euch nur raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht in einen Store, leitet euch das Ganze mal aus, aber nehmt eine vernünftige Linse, also irgendwas, was ihr am Schluss dann auch kaufen wollen würdet, irgendetwas, was auch in der Lage ist, die Qualität zu liefern, die ihr gerne hättet, und probiert das mal über ein Wochenende aus. Und ich bin überzeugt, die allermeisten von euch werden merken, dass das für sie absolut ausreicht und werden happy sein mit der Bildqualität. Da gebe ich Brief und Siegel drauf, von dem ihr gesehen, ja. Das war's von mir. Ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen unterhalten, hat so die ein oder anderen Fragen geklärt. Sollte doch noch was offen sein, sollte ich was vergessen haben. Ich weiß, Video habe ich nicht wirklich angeschnitten. Das liegt daran, dass ich Video nicht getestet habe. Ich brauche so 4K 120. Deshalb habe ich geskippt. Aber falls es andere Fragen gibt, haut die unten rein. Wenn es sonstige Kommentare gibt, ebenfalls zögert nicht. Und ja, ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Interesse und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, haut mir ein Abo rein. Das würde mich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis die Tage. Tschüss.